Genial, Gartenbau. Herzlich willkommen zur Themenreihe Wegebau. Der frostsichere Oberbau. Bestimmung der Schichtdicke nach der RSTO 12. Super, ihr seid wieder dabei. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr im Fall von höheren Verkehrslasten den Schichtaufbau eurer zu befestigenden Flächen bestimmen könnt. Eure Chefin, euer Chef, wird über euer profundes Fachwissen staunen. Und ihr wisst ja, Profis werden gut bezahlt. Viel Spaß beim Schlaumachen, wünscht eure Lehrerin 2.0. Warum die RSTO 12 für den Galabau? Reichen die Vorgaben der ZTV Wegebau nicht aus? Hier in der Übersicht, wofür die Abkürzungen RSTO 12 und ZTV Wegebau stehen. Bei der RSTO 12 handelt es sich neben den Vorgaben der ATV um das grundsätzliche Regelwerk für alle Verkehrsflächen. Da die Vorgaben der RSTO für den Gartenlandschaftsbau häufig überdimensioniert sind, könnt ihr für Wege und Plätze außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs die ZTV Wegebau zusätzlich vereinbaren. Die weiteren Unterschiede sind hier aufgeführt. Darüber hinaus gibt es aber auch Straßenverkehrsflächen, die in einem landschaftsgärtnerisch geprägten Umfeld liegen und damit ins Aufgabengebiet der Galabaubetriebe fallen. Damit ihr für diese Bauvorhaben gerüstet seid, erkläre ich euch im Folgenden, wie ihr die Dicke des frostsicheren Oberbaus nach der RSTO 12 bestimmt. Welche Faktoren sind zu berücksichtigen? Zunächst spielt die Verkehrsbelastung natürlich eine große Rolle. Nach der RSTO 12 werden die zu befestigenden Flächen in Belastungsklassen unterteilt. Grundlage für die Einstufung ist die Belastung der Fläche durch unterschiedliche Fahrzeugarten, die äquivalent, gleich gleichwertig, der Nutzung einer bestimmten Anzahl von 10 Tonnen Achsübergängen entspricht. Der Nutzungszeitraum wird mit 30 Jahren angesetzt. Ein Beispiel. In der niedrigsten Belastungsklasse BK 0,3 wird die Nutzung durch maximal 0,3 Millionen gleich 300.000 äquivalente 10 Tonnen Achsübergänge im Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt. Ein weiterer Faktor zur Bestimmung der Oberbaudicke ist die Frostempfindlichkeit eures Untergrunds. Die Böden werden, wie ihr dieser Tabelle entnehmen könnt, in drei Frostempfindlichkeitsklassen unterteilt. Es geht los. Auf Basis der Belastungsklasse und der Frostempfindlichkeitsklasse wird zunächst ein Ausgangswert für den Oberbau festgelegt. Angenommen, es liegt die Bauklasse 0,3 bei einer Frostempfindlichkeitsklasse F3 vor, dann ergibt sich eine Oberbaudicke von 50 cm. Schritt 2. Ihr bestimmt anhand von Tabellen Zu- bzw. Abschläge auf Grundlage des Bauortes und der örtlichen Verhältnisse. Der Bauort. Aufgrund von klimatischen Unterschieden wird die Bundesrepublik Deutschland in drei Frosteinwirkungszonen unterteilt. In den Frosteinwirkungszonen 2 und 3 werden Aufschläge auf den gewählten Schichtaufbau notwendig. Diese Karte bietet einen groben Überblick. Für die genaue Einordnung eures Bauortes müsst ihr die detaillierte und fortlaufend aktualisierte Karte der BAST zu Rate ziehen. Die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle unterscheiden sich durch weitere Faktoren, die in Form von Zu- oder Abschlägen bei der Ermittlung der Gesamtdicke des Oberbaus berücksichtigt werden müssen. Zunächst schaut ihr euch die Wasserverhältnisse im Untergrund an. Wie tief steht das Schichten- oder Grundwasser auf eurer Baustelle an? Befindet sich das Bodenwasser mehr als 1,50 Meter unter eurem Planum, dann ist alles im grünen Bereich. Oder steht das Wasser höher an? Dann müsst ihr die Oberbaudicke um 5 cm erhöhen. Wie entwässert ihr eure Verkehrsflächen? Erfolgt die Abführung des Oberflächenwassers über Mulden, Gräben oder Böschungen? Dann bleibt es beim Ausgangswert.
Oder baut ihr Rinnen und Abläufe? Dann könnt ihr den Oberbau um 5 cm verschlanken. Wie sieht's aus mit den kleinräumigen Klimaverhältnissen auf eurer Baustelle? Liegen eure neu zu befestigenden Flächen an einem Nordhang oder in einer Kammlage im Gebirge? Dann wird ein Zuschlag von 5 cm notwendig. Befindet sich euer Bauort in geschützter Lage entlang einer geschlossenen seitlichen Bebauung, verringert sich euer frostsicherer Oberbau um 5 cm. Ein weiterer Faktor ist die Lage der Gradiente. Noch nie gehört? Als Gradiente bezeichnet man den Höhenverlauf einer befestigten Fläche. Bei einem Ein- oder Anschnitt erhöht sich der Oberbau um 5 cm. Bei einer Dammlage von über 2 Meter Höhe verringert sich die Dicke um 5 cm. Schritt 3. Nun legt ihr eure Bauweise und den Schichtaufbau mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle fest. Hier zeige ich euch einen Auszug aus dieser Tabelle, die einen zugegebenerweise auf den ersten Blick erschlagen könnte. Aber damit ihr entspannt bleibt, erkläre ich euch im Folgenden, wie diese Tabelle zu lesen ist. Bevor es aber zu den Details geht, müsst ihr euch noch für eine generelle Bauweise entscheiden. Als Landschaftsgärtner wählen wir in der Zeile 1 eine Pflasterdecke über einer Schotter-, Trag- und Frostschutzschicht aus. Unser Bauvorhaben fällt in die Belastungsklasse 0,3. Damit werden maximal 0,3 Millionen, sprich 300.000 10 Tonnen Achsübergänge erwartet. Die RSDO sieht dafür eine Dicke des frostsicheren Oberbaus von zum Beispiel 65 cm vor. Für die Pflasterdecke verwenden wir zum Beispiel ein 8 cm starkes Betonpflaster, die Bettung ist 4 cm dick, die Tragschicht aus Schotter beträgt 15 cm. Dies ergibt eine Summe von 27 cm. Darunter stehen die Frostschutzschicht und der Untergrund an. Die Dicke der Frostschutzschicht beträgt 38 cm. Warum? Bei einer Gesamtdicke des Oberbaus von 65 cm abzüglich der 27 cm ergibt sich die Frostschutzschichtdicke von 38 cm. Die Zahlen 45, 100, 120 sind EV2-Mindestwerte in Megapascal, die im Plattendruckversuch erreicht werden müssen. Uff, das war viel Theorie. Jetzt spielen wir das Ganze mal an einem Beispiel durch. Im Rahmen einer Bundesgartenschau sollt ihr diese Wohnstraße ausbauen. Zunächst checkt ihr die baulichen Gegebenheiten. Zu welcher Belastungsklasse gehört die Wohnstraße? Ja super, ihr habt aufgepasst. Sie gehört zu BK 1,0 mit 0,3 bis 1 Million äquivalenten 10 Tonnen Achsübergängen. Als Untergrund stehen Tone mit organischen Beimengungen an. Diese Böden gehören zur Gruppe der gering- bis mittelfrostempfindlichen Bodenarten. Dementsprechend handelt es sich um die Frostempfindlichkeitsklasse F2. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich ein Ausgangswert von 50 cm. Euer Bauort im Sauerland ist der Frosteinwirkungszone 3 zuzuordnen. Dadurch ergibt sich ein Aufschlag von 15 cm. Da das Schichtenwasser zeitweise höher als 1,50 m unter Planung ansteht, müsst ihr euren Oberbau nochmals 5 cm verstärken. Da euer Bauvorhaben über Rinnen und Abläufe entwässert, verringert sich euer Oberbau um 5 cm. Euch erwarten keine besonderen Klimaverhältnisse.
Daher verändert sich nichts. Und der Höhenverlauf eurer Straße weist auch keine Besonderheiten auf. Hier für euch das Gesamtergebnis eures Checks in der Übersicht. Der Ausgangswert lag bei 50 cm. Die Frosteinwirkungszone 3 und die ungünstigen Wasserverhältnisse im Untergrund ergaben einen Aufschlag von 15 bzw. 5 cm. Für die Erdeentwässerung konnten 5 cm abgezogen werden. Die Faktoren Kleinklima und Höhenverlauf ergaben keine Veränderung. Die Dicke eures Oberbaus beträgt damit 65 cm. Abschließend entnehmen wir unseren Aufbau der Tabelle. Wir entscheiden uns, wie oben bereits, für die Bauweise der ersten Zeile. Aufgrund der Belastungsklasse 1,0 ist nun die zweite Spalte von rechts für uns maßgeblich. Wie hergeleitet beträgt die Dicke eures frostsicheren Oberbaus 65 cm. Davon ziehen wir die Summe von 32 cm ab, die sich aus Pflaster, Bettung und Schottertragschicht zusammensetzt und erhalten die Frostschutzschichtdicke von 33 cm. Die notwendigen EV2-Mindestwerte könnt ihr rechts neben den Pfeilen ablesen. Und das war's, ihr habt's geschafft. Und als nächstes großes Thema wird fachgerechnet. Klar, als Landschaftsgärtnerin oder Landschaftsgärtner müsst ihr kreativ und handwerklich geschickt sein, Kundengespräche versiert führen können, Pflanzen kennen und so weiter und so weiter. Ja, ihr habt einen anspruchsvollen Beruf gewählt. Aber wenn ihr nicht mit Zahlen umgehen könnt, werdet ihr weniger Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb haben. Also, ran an die Taschenrechner und Formelsammlungen. Und Hand aufs Herz. Ich werde die kommenden Rechentutorials wie immer praxisorientiert und anschaulich gestalten. Tut was für eure Synapsen und seid dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, eure Lehrerin 2.0.